Sziasztok! Frohe Ostern wünsche ich euch als wunderbaren, schönen Ostern und schönes Osterfest und heute auch mit einer schönen Legung für dich. Und zwar heute bringe ich diese schöne schwarzen Lenormand-Karten mit. Es geht wieder um einen Herzensmenschen. Es geht um einen Mister und wir schauen jetzt, wie sind die Energien, wie entwickelt sich das Ganze, was sollst du hier auch wirklich wissen. Schön, dass du dabei bist. Also in erster Linie sehe ich ihn hier, wie gesagt, mit der Gitarre. Also der spielt hier für dich schon eine Hauptrolle, also wie du siehst, also es spielt schon hier wirklich eine zentrale Rolle vielleicht auch in deinem Leben. Also ich versuche das Ei hier genau festzuhalten. Also er spielt wirklich eine zentrale Rolle jetzt momentan in deinem Leben und jetzt, wo es Ostern ist, vielleicht denkst du auch, ja, eine Wiedergeburt. Und er kommt hier zu dir und das geht durch den Kopf und natürlich vielleicht hast du auch ein paar freie Tage, wo du auch besonders in Gedanken mit deinem Herzensmenschen näher bist, ja. Aber wie geht es ihm? Also er ist hier sehr präsent, das nehme ich jetzt hier wahr und ich nehme jetzt hier auch wirklich wahr, dass er leidenschaftliche Gefühle in deine Richtung hat, also definitiv, er hat schon leidenschaftliche Gefühle für dich und ja, die Sehnsucht ist auch sehr, sehr stark jetzt hier und ja, auch wenn er diese Verbindung ziemlich unterdrückt und auch Einwände hat vielleicht und erklärt, warum das auch nicht möglich ist oder nicht geht. Also oft ist es so, wenn man eine Ausrede möchte oder wenn man sich bestimmte Dinge nicht traut oder wenn bestimmte Dinge nicht geschehen, dann hat man auch Einwände und sagt, ja, das und deswegen oder so eine Erklärung und das nehme ich jetzt eher wahr und bei ihm nehme ich jetzt auch wahr, dass er wirklich hier in der Transformation ist. Also er transformiert sich gerade selber. Und versucht dann auch wirklich selber diese belastende Gefühl, diese Traurigkeit loszulassen, diese Blockade hier wirklich loszulassen, was du jetzt hier auch siehst, diese unüberwindbare Barriere oder Blockaden, was auch immer wieder ihm runterziehen, also wie die Schlange jetzt hier ist, also das zieht ihm schon runter, also da bin ich mir sogar sicher, dass ihm das also sehr viel auch Kraft kostet und ja, also auf jeden Fall zieht ihm das schon in gewisser Art und Weise auch ziemlich runter und ja, das belastet ihn total. Er versucht das wirklich loszulassen, vielleicht auch mit der Ablenkung in der Natur, das ist dann auch ein sehr schönes Gefühl. Also mehr Zeit in der Natur zu verbringen und einfach ja, die Seele vielleicht auch baumeln zu lassen. Aber still in seinem Herzen, in seiner Seele ist er wirklich enttäuscht. Ich sehe hier die Enttäuschung, also was jetzt hier noch sehr an seine Seele lastet, was ihn wirklich belastet. Und ich sehe jetzt hier schon, dass da auch noch eine Sense da ist. Die Sense symbolisiert die Verletzungen. Das ist also, er hat wirklich Angst, dass es eine schnelle Verletzung geben könnte. Und also ich denke mir, dass seine Gedanken exakt darum sich drehen. Deswegen als Selbstschutz, er schützt sich und sagt, es kann so nicht sein, das kann jetzt nicht so funktionieren. Warum auch immer, die Einwände, ja, sind die Einwände. Und das ist dann oft wirklich ein Selbstschutz. Aber, also es geht wirklich hier darum, es geht wirklich darum, dass er dir, also auf jeden Fall schreiben wird, also entweder schreibt er dir frohe Ostern, also das könnte jetzt hier wirklich eine Rolle spielen, oder der erscheint dir wirklich hier im Traum. Also es kann auch wirklich in dem Traum sein, dass er dir erscheint und ja, also das ist doch schon mal eine positive Sache, weil wenn du mit ihm träumst, dann weißt du auch, dass ihr auch wirklich miteinander verbunden seid, also über eine
Traumebene oder über die feinstoffliche Ebene, über das Unterbewusstsein, also dass ihr miteinander verbunden seid. Und da ist er eher in diese weibliche, weiche, mitfühlende Energie. Also er fühlt ganz genau, was du für ihn fühlst. Und ich bin mir da sogar auch sicher. Und also im Außen, im Grunde, in der Öffentlichkeit, also entweder habt ihr eine Verabredung in den Park oder dass ihr sagt, also ich verabrede mich oder also über den Park, also wollt ihr euch treffen irgendwie in der Natur da draußen. Also was ich jetzt hier wahrnehme, ist eine sehr tiefe seelische Verbundenheit auch bei ihm. Und er fühlt sich glücklich mit dir, gar keine Frage, er fühlt sich glücklich mit dir. Und ich bin mir da wirklich sicher, dass hier, also auf jeden Fall, wie soll man das sagen, dass da auch wirklich Heilung bedarf, diese ganze zwischen euch, dass es in der Heilung gehen kann. Denn, was ich jetzt hier sehe, wusstest du das? Also das habe ich wirklich, ich habe das wirklich durch meinen Sohn, also von Niklas, also der ist in der Oberstufe, die lernen auch sehr viel in diese Richtung und wie auch immer, also Pädagogik und wie auch immer, was weiß ich, wo der das her hatte, meinte. Also das, bei den Männern ist es so, dass die halt eher eine körperliche Zuneigung zu einer Frau finden und bei den Frauen eher eine emotionale Zuneigung ist, wenn man sich also auch trifft, dass die Frauen, also falls die dann auch nochmal eine neue Partnerschaft einschlagen oder eine neue Beziehung einschlagen oder ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen fremdgehen, geht es um die emotionale Aufmerksamkeit und bei den Männern geht es so eigentlich ohne dass es jetzt böse klingt, sondern einfach sachlich, es geht um die Triebe. Und also das zu befriedigen, genau. Also ich sehe jetzt hier, da bedarf wirklich eine Heilung, dass da hineinkommt und dann gilt es nochmal den beiden das Ganze, wenn man in einer Beziehung geht, das Ganze anzupassen oder auf sich einzustellen, dass die Bedürfnisse und Wünsche auch in der Übereinstimmung kommen. Ja, was ich jetzt hier sehe, ich sehe schon hier die Hoffnung. Also da arbeitet er schon daran und möchte auch selber in der Kraft kommen, dass er halt auch in dich zukommen kann. Und schau mal, also passiert bei deinem Gegenüber ganz schön viel, denn da siehst du auch diese Yang-Energie. Also da bin ich mir sicher, dass er wirklich mit großen Schritten auf dich zukommt. Also erste mit Sicherheit wirst du hier eine Nachricht bekommen. Was machst du am Ostern? Bist du da oder kann ich dich treffen? Vielleicht nicht heute, vielleicht morgen. Morgen ist dann halt schon der 1. April. April-Scherz, ja. Oh. Also ich sehe hier, da könnte schon daraus was wirklich Gutes werden. Und also ich sehe schon definitiv hier einen Neuanfang zwischen euch. Also eine neue Energie, neuer Monat, neues Glück, neue Energie. Und jetzt schauen wir, in welche Richtung geht es? Also in erster Linie geht es um Ankommen, also nach Hause kommen. Es kann sein wirklich, dass der Gegenüber dich wirklich zu Hause besucht. Also was jetzt noch sein kann, also der Wunscherfüllung kann sein. Also Wunscherfüllung bedeutet, weißt du, die Sonne. Das, also vielleicht hast du dir das manifestiert oder gewünscht, dass er dann kommt und auf einmal steht er da. Also visualisiert ihr das so. Stell dir vor, der steht da und klingelt und hat vielleicht irgendein Osterbäckchen in der Hand oder so. Ja? Also der ist dir treu und loyal, also soweit ich das jetzt hier sehe. Und was ich jetzt hier noch sehe, also bei ihm ist der Schlüssel, also er weiß jetzt auch wirklich der Schlüssel, dass er auf dich zukommen wird. Und also der hat richtig, richtig Aufbruchstimmung, also der lässt sich gar nicht aufhalten. Also ich denke, das sind die Energien jetzt. Also wir sind jetzt schon wirklich in der Sonnenjahr angekommen. Und guck mal, also zu dir hat er denn hier den Ring, also hier zu dir den Ring, das symbolisiert hier für mich, den Ring zu dir symbolisiert für mich, dass das hier auch wirklich weitergeht, ne?
Und das finde ich also wirklich großartig. Und du bist hier als letzte Karte gekommen und der Ring. Also entweder wirklich, vielleicht bringt er dir wirklich einen Ring mit. Wow, wie cool wäre das? Ja, wunderbar. Denk bitte auch an den Osterspezial. Also wirklich eine große Legung auf deine Situation und auch wirklich mit Energie arbeiten. So richtig, richtig eine große Beratung. Also das empfehle ich dir vom Herzen. Buche dir diesen Termin übers E-Mail. Und natürlich, wenn du den kostenfreien Erstgespräch möchtest für das Coaching, ich freue mich sehr. Und Persönlichkeitsentwicklung, darüber werde ich auch jetzt noch ein Video machen. Und folgt mir auch gerne auf mein Herz TV. Und da erfährst du auch, was ich jetzt so auch noch alles mache. Und wenn du ein Herzthema hast, dann teile das mit mir und gerne auch als Gast. Sei auch gerne mein Gast. Ich danke dir und bis bald. Bye bye, frohe Ostern.